Hi, ich bin Miri, eure Rasenreporterin und wir sind heute bei Thomann in Treppendorf in Oberfranken. 1954 gegründet ist Thomann natürlich ein echt fränkisches Urgestein und auch weltweit der umsatzstärkste Musikhändler. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Kommt mit! So, wir haben jetzt einen Mitarbeiter von Thomann gefunden, der uns gerne ein paar Fragen beantwortet. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen, vielleicht wie du heißt, welche Abteilung du arbeitest? Ja, ich bin der Norbert Kaspar aus der Studioabteilung. Das heißt, wir verkaufen Tonstudiotechnik, Stage-Pianos, Digital-Pianos und Synthesizer. Wie lange arbeitest du eigentlich schon hier? Seit 10 Jahren. Was haben sich denn deine Eltern damals für dich vorgestellt als Beruf? Weißt du das noch? Meine Eltern haben eigentlich immer gesagt, ich soll das machen, was mich glücklich macht, wofür ich ihnen bis heute nur dankbar sein kann. Hast du eigentlich an so einem ganz normalen Arbeitstag irgendwie einen Lieblingsmoment? Also was ist so besonders? Oh, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ne? Ich meine, es ist immer schön, wenn ein Kunde mit einer bestimmten Vorstellung kommt oder vielleicht auch noch nicht so genau weiß, was er möchte. Und man kann ihn am Ende glücklich machen. Also würdest du dann sagen, dass dein Job jetzt bei Thomann so dein Traumberuf ist? Absolut, ja. Das kann man nicht anders sagen. Das hört sich ja schon mal gut an. Machst du dann eigentlich privat auch Musik? Ich spiele Bass in einer Metalband, bin eigentlich von Hause aus Gitarrist, habe aber zwischenzeitlich auch viele andere Instrumente mir angeeignet. Was fällt dir denn so spontan ein, wenn du an fränkische Musik denkst? Fränkische Musik, da habe ich relativ frische Assoziationen, weil ich spiele ja, wie gesagt, Bass in einer Metalband und wir sind regional verwurzelt und machen fränkischen Folk-Metal. Wie heißt denn die Band, wenn ich kurz fragen darf? Die Band heißt Varus. Es ist nicht ganz richtig, also es wird jetzt nicht auf fränkischer Mundart irgendwie gesungen, aber die Themen sind halt schon regional bezogen tendenziell. Also jetzt zum Ende noch eine ganz wichtige Frage natürlich. Was gibt es denn heute in der Kantine? Ich habe irgendwas gelesen von Lauchauflauf, Lauchkartoffelauflauf. Das klingt sehr lecker. Hört sich gut an. Ja, ich glaube, das schaue ich mir auch an. Was hast du dir da gerade angeschaut? Das war ein Didgeridoo. Kannst du das spielen? Ja. Ja? Würdest du uns was vorspielen? Oh Gott. Ja, von mir aus. Mein Name ist Valentin Richter, ich bin 23 und ich komme aus Heidelberg. Warum kaufst du gerne bei Thomann ein und jetzt nicht zum Beispiel online? Zum einen die Beratung, die man hat. Mhm. Ich glaube, jeder hier ist super professionell unterwegs. Und ich weiß nicht, ich finde es schon sehr familiär. Was fällt dir denn so zu fränkischer Musik ein? Oder Musik in Franken allgemein? Absolut gar keine Ahnung. Nein. Nee, ich glaube ich echt nur in Franken, wenn ich zu Thomann gehe. Ist aber eine lange Fahrt, oder? Ja, aber es lohnt sich. Also besseren Musikladen gibt es nicht in Deutschland als Thomann. Mein Name ist Claudio Imperato. Ich bin Baujahr 63, komme aus Nürnberg und bin jetzt bei Thomann, um mir eine Gitarre auszusuchen. Bin jetzt erstmal überwältigt vom Angebot. Ja, das geht mir genauso. Warum kaufen Sie denn gerne bei Thomann ein und nicht jetzt zum Beispiel einfach online? Ja, ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich bei Thomann einkaufe, aber ich habe schon immer mit Gedanken gespielt, daher zu fahren. Ja. Und ich habe jetzt die 1000 Gedanken gesehen und die Gitarre in die Hand zu nehmen, ist doch was anderes als online zu kaufen. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss mal was Besseres her. Und habe gesagt, okay, es geht zu Thomann, ist bekannt und kaufen wir jetzt eine bessere Gitarre. Bin jetzt erstmal begeistert bin überwältigt. Und jetzt, wie gesagt, das habe ich halt so viel getan hier zur Auswahl und jetzt muss ich halt schauen, dass ich die richtige finde. So Leute, das war's jetzt mit unserer Thomann-Tour und ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal so einen richtig geilen Lauchkartoffelauflauf. Bis zum nächsten Mal, ciao! So, was fällt Ihnen eigentlich so zu fränkischer Musik ein? Ja, geht mir genauso.